Ja, hallo Leute, heute gibt es ein neues Tabak-Review von mir. Und zwar gibt es den Five Pipes, ne? Shisha Sky Mix. Hier ist ein Cocktail drauf. Vom Schnitt habe ich leider nicht mehr viel übrig, weil ich diesen 10 Gramm Shot bekommen habe. Aber man sieht, das ist der typische Five Pipes Schnitt. Hier geht nochmal ein Dankeschön raus an Marius von shishasky.de, der mir den Tabak zur Verfügung gestellt hat. Hier kosten die 10 Gramm Shots 1,95 Euro. Und ja, hier ist ein blauer Cocktail drauf. Ich glaube persönlich, dass es eher mit dem blauen Layout von Shisha Sky zu tun hat, weil er riecht nach Erdbeer, nach dem Five Pipes Erdbeer. Ich habe zwar nicht reviewed, das ist so eine Erdbeernote, die man... Es ist eher so eine süßliche Erdbeernote, die ein bisschen künstlich ist, finde ich. Kommt dennoch sehr fruchtig rüber. Und im Unterton hat man hier noch ein bisschen Kirsche mit bei. Also das soll ein Erdbeer-Kirsch-Tabak sein. Riecht sehr fruchtig. Dieses Erdbeer ist ja fast überall eigentlich nie so wirklich natürlich nach Erdbeer. Es riecht allerdings sehr lecker. Fruchtig gehalten. Kopfbau seht ihr eingeblendet. Ich habe die 10 Gramm in meine in die modifizierte Powerbowl getan. Hab hier, ja, es sind ein halber Priko und zwei geteilte halbe Prikos drauf. Auf der NPS, Nimmerhausschlauch. Setup seht ihr wieder eingeblendet, habe ich ganz vergessen. Das sind zwei Lagen Alufolie und dickere Alufolie. Lochung seht ihr. Ja, zum Geschmack. Er schmeckt eigentlich genau wie er riecht. Er schmeckt intensiv nach dieser Erdbeer und im Unterton diese Kirschnote. Ist eigentlich ganz lecker, wie ich finde. Der Tabak bekommt von mir 8 von 10 Punkten. Diese leicht künstlich süßige Erdbeer, wie gesagt, im Vorderton und in der Unternote dann diese Kirsche. Sehr schmeckt sehr fruchtig, sehr lecker, Rauchentwicklung ist sehr gut. Was will man mehr? Und ja, 8 von 10 Punkten, das war es auch schon wieder von mir und dann sehen wir uns beim nächsten Review wieder.